Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Noch mit mir alleine, später mit Reggie zusammen. Wir befinden uns hier quasi am Anfang und wir betreten einfach mal den einzigen Realm, der hier irgendwie verfügbar ist. Also ich wollte gerade Reggie fragen, hey, auf welchem Realm bist du? Und dann gucke ich nach, hey, da gibt es ja keinen anderen Realm, also nehmen wir den. So, kein Charakter gefunden, wir erstellen einen neuen Charakter. Und ich bin ein Anfänger. Fange hier an, um etwas über die Steuerung, Bewegung, Kampf und Unterkünfte zu lernen. So, wir werden natürlich ein bisschen was lernen. Erstmal wählen wir ein Volk aus. Ich und Reggie haben uns für die gute Seite entschieden, glaube ich. Ja, sie hat, glaube ich, Aurin genommen. Würde ich halt glauben. Und ich hatte mich, glaube ich, für den hier entschieden. Für die verbannten Fraktionen. Ich kann natürlich keine andere Fraktion nehmen als sie. Aber wir nehmen hier sowieso die gleichen Charaktere. Ja. Und obwohl. Ich könnte auch einen Auri nehmen. Arkanschütze, Esper, Meuchler, Tech-Pionier. Aha. Kann gekauft werden. Wieso nicht? So, ich möchte natürlich Meuchler werden. Und das kannst du doch bestimmt auch, oder? Hallo? Wieso wird es bei allen angezeigt, außer bei dir? Meuchler. Ja, nice. Sehr schön. Tank und Nahkampf. Tank? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Klassenausrüstung. Da gibt es schon ein paar hübsche, ne? Na, wir gehen mal weiter zum Pfad. Kundschafter, Wissenschaftler, Siedler, Soldat. Soldaten kämpfen den Was? Soldaten bekämpfen den Feind, indem sie mächtige Gegner töten, neue Waffensysteme testen, neue Gebiete erschließen. Ob sie nun Verbündete gegen eine Bedrohung durch Außerirdische verteidigen oder feindliche Ressourcen mit Sprengstoff dezimieren, ihr Leben ist immer explosiv. Siedler. Siedler sind hier, um sich diese feindselige fremde Welt untertan zu machen, da sie Verteidigungsanlagen, öffentliche Dienste und Erweiterungen an vorhandenen Städten und Siedlungen vornehmen. Sie sind diese tapfersten Seelen in den Grenzen Gebieten von Nexus unerlässlich. Wissenschaftler. Nexus ist voller Wissen, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Wissenschaftler und ihre Scanbots können alles, was es über Nexus zu wissen gibt, erfahren, indem sie seine Geheimnisse analysieren, katalogisieren und erforschen. Von außerweltlichen Biologen, nächsten großen Durchbruch, okay, und Kundschafter. Nexus ist ein Paradies für Kundschafter. Bei ihren Abenteuern in diesen unvermessenen Welt benutzen Kundschafter ihre Fähigkeiten, um versteckte Wege zu finden, uralte Relikte zu suchen und Überwachungssysteme aufzustellen, um zu beobachten, was der Feind im Schilde führt. Ich denke, ich werde der Kundschafter sein, weil ich ja immer gerne erkunde. Und nun passen wir unseren Charakter an. Ich finde, das hat Stil. So eine dunklere Hautfarbe. Komm, das nehmen wir. Gut. Weiter und abschließen. So, der Charakter heißt natürlich Zero Edda. Edda! Von Ashington geht wahrscheinlich nicht. Nein. Da muss ich Edda nehmen. So, sehr schön. Zero Edda ist am Start. Fraktion Verbannte, Volk Modesch, Klasse Meuchler und Pfad Kundschafter. Sehr schön. Dann nehmen wir das mal. Die Verbannten wurden vom Dominion von ihren Planeten vertrieben. Seither suchten sie verzweifelt nach einer neuen Heimatwelt. Immer auf der Flucht vor dem Dominion, das ihnen erbarmungslos auf den Fersen blieb. Und dann, in der Stunde ihrer größten Not, entdeckten sie den Planeten Nexus. Die legendäre Heimatwelt der vor langer Zeit aus der Galaxis entschwundenen Eldan. Erschöpft, aber voller neuer Hoffnung, machten die Verbannten ihre veralteten Sternenschiffe klar für eine letzte Reise nach Nexus. Und das ist der Moment, an dem ihr wahres Abenteuer beginnt. Wildstar. Bam, bam, bam.
Wir werden jetzt noch eine kleine Tutorial-Mission aufnehmen. Nach dem Tutorial werden wir uns dann mit Reggie wieder treffen und dann werden wir gemeinsam durch diese Welt wandern, immer am Wochenende, das heißt unter der Woche nicht nur am Wochenende, wenn wir ein bisschen hier durch die Gegend streifen. Ihr könnt natürlich auch mit reinkommen und uns Hallo sagen, wenn ihr Bock habt. Nur ihr wisst ja nicht, wann wir aufnehmen. Und das werden wir auch, glaube ich, nicht sagen, weil es muss nicht sein, dass man verfolgt wird während des Let's Plays. Sieh dir das an. Wunderschön, nicht wahr? Unsere neue Heimat, Nexus. Ich heiße Dorian Walker. Ja, der Dorian Walker. Der, der diesen Planeten entdeckt hat. Die Verbannten brauchen deine Hilfe. Nexus ist zwar spannend, aber er steckt auch voller Geheimnisse. Und da kommst du ins Spiel. Diese Simulation bringt dir alles Nötige für dein großes Abenteuer bei, bevor du aus dem Kryoschlaf aufwachst und damit loslegst. Ich komme mit und zeige dir, wie es läuft. Bereit? Dann legen wir los. Rüsten wir dich doch mal aus und machen dich einsatzbereit. Geh als erstes bitte auf das Feld in dem blauen Kreis da. Warte, Udo, Sekunde, ich muss noch kurz was checken. Schade, ich habe geguckt, ob man mit Controller spielen kann. Aber offensichtlich nicht, dann laufen wir so durch die Gegend. Yay, wir haben es geschafft, wir haben gelernt, wie man läuft. Gut, das hätte man vielleicht überspringen können. Nexus ist groß, da wirst du manchmal ein bisschen Hilfe mit der Fortbewegung brauchen. Mach doch eine kleine Probefahrt mit diesem Hoverboard. So, herbeirufen, F. Simulation basiert auf Geländescans von Nexus. Ist zwar schick, kann der Live-Version aber nicht das Wasser reichen. Speed! Ich glaube, das ist eher was zum Erkunden, ne? Wälder, Inseln und Eisberge. Und jede Menge Abenteuer, die nur auf dich warten. Ja, bin ich ja mal gespannt auf das Spiel an sich, weil ich habe jetzt da ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Unerfahrene Verbannte kriegen normal keine Hoverboards. Aber ich glaube, das können wir irgendwie hinbiegen. Ich habe mit Reggie letztes Jahr schon Wildstar einmal kurz aufgenommen. Aber wir hatten halt einfach keine Zeit, es weiterzuführen. Und jetzt fangen wir halt nochmal von vorne an. Wir haben eine Stunde gespielt oder so aufgenommen. Hoverboards sind und das war's. Eine Sache, stimmt's? Auf Nexus wird's aber auch mal ernst. Aktiviere den Kampfprojektor, dann zeige ich dir den Feind. Okay. Jedes Mal, wenn du einen Salto machst, wird eine Salto-Mark verbraucht. Ich habe Nexus vielleicht gefunden, aber das Dominion denkt, der Brocken gehört ihnen. Da braut sich ein ordentliches Kämpfchen zusammen. Also gut. Die Verbannten kämpfen seit Jahrhunderten gegen das Dominion, also mach dich auf Ärger gefasst. Fang doch damit an, dass du ein paar von diesen Kampfbestien unter die Erde bringst. Das ist ein limitiertes Action-Set. Um eine Aktion einzusetzen, drücke... Ach, weißt du, wozu lese ich das? Oh, bringt doch gar nichts. Okay, kann ich die anvisieren? Ja, okay. Und dann gehe ich hin und drücke einfach 1. Reggie hat mir beigebracht, dass ich mich bewegen soll, währenddessen ich das mache. Ich finde das alles ein bisschen komisch. Den bewegen. Ich bleib lieber stehen. Also ich bin ein Assassine. Assassinen bleiben stehen und bewegen sich nicht. Es war eine ganz schlimme Sache, dass das Dominion euch mordisch auf Grismara dem Siegtum überlassen hat. Ich hoffe, ihr findet auf Nexus ein Heilmittel. Meuchler verbrauchen Anzugsenergie für ihre tödlichen Fähigkeiten. Diese Ressource ist begrenzt, aber regeneriert sich schnell. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Zerfetzen, verursacht bei 5 Gegnern 3x 9 physischen Schaden. Okay. Verursacht 71 physischen Schaden bei 2 Gegnern und reduziert die Ablenkzeit von Übel zurichten um 1,5 Sekunden auf 2,5 Sekunden. Ich habe kein Übel zurichten. Links-Rechts-Kombination. Okay. Probieren wir die mal aus. Haben wir noch gar nicht gemacht. Links-Rechts! Bam, bam, bam. Gut gemacht mit dem Bestien-Grünstabe. Jetzt rauf auf den Hügel da, in Richtung Minenfeld. Ach, die haben eine Augenanzeige, wenn sie einen sehen. Das ist cool. Dann mache ich euch auch kaputt. Boom. Und die Attacke ist mächtig. Kann ich irgendwie schleichen? Kann man hier schleichen?
Könnt ranzoomen. First person! Das ist weit weg. Na gut, spielen wir so. Laufen wir erstmal weiter. Wir haben jetzt gelernt, wie man Fähigkeiten einsetzt. Hier ist irgendwie Feuer. Ich glaube, das tut weh, wenn man reingeht, ne? Ja. Ach, und das mit den Lebensanzeige. Siehst du diese Bienen vor dir? Die sollst du deaktivieren. Aber mach dich vom Acker, bevor sie hochgehen. Okay, jetzt raus aus dem Sprengbereich, aber Dalli. Reife Leistung. Jetzt geh und schnapp dir den Rest. Drücke eine Richtungstaste zweimal schnell hintereinander, um einen feindlichen Telegrafen per Salto auszuweichen. Hui. Hui. Ich finde, das kann man nicht oft machen. Easy. Wieder eine Mine weg. Ah, weiter so. Was ist das denn? Hallo? Liegt einfach mal eine Leiche. Oh. Ob das Reggie ist? Aurinleiche. Okay. Es könnte Reggie sein. Wer weiß, vielleicht ist sie hier dabei gestorben. Man weiß es nicht. Wir sind hier leicht nicht, das ist eine Simulation. Das Dominion hat Geschütztürme auf dem Grat aufgestellt. Du musst die Dinger unterbrechen, um das Sperrfeuer zu stoppen. Dann sind sie so gut wie wehrlos und du kannst sie erledigen. Benutze deine Unterbrechungsfähigkeit gegen den Geschützturm, während er sich auflädt, um ihn deinen Angriffen gegenüber verwundbar zu machen. Okay. Bam! Bum, bum. Auf den Geschützturm, feste drauf! Ist er kaputt? Ja, also. So läuft das! Gute Arbeit! Ich kann die zwei wirklich häufig einsetzen, krass. Okay, das probieren wir gleich nochmal aus. Wenn du einen Gegner unterbrichst, während er eine Fähigkeit einsetzt, bietet sich dir vorübergehend eine goldene Gelegenheit, Angriffe innerhalb dieser kurzen Zeitfensters verursachen mehr Schaden. Okay, ich verstehe. Yay! Boom. Zack! Zack! Schau dir die Legionäre des Dominion da vorne an. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Denk dran, was du gelernt hast und zeig's ihnen. Okay, Fähigkeiten unterbrechen unter 3, okay. Ja! Zack, zack, zack! Ach, das betäubt, cool. Tödliche virtuelle Legionäre. Super virtuell. Ich betäub dich, Junge! Und dann mach ich dich kaputt von hinten. Das ist ja cool. Nice. Ich brauche halt meine Energie zum Angreifen. Hey da, Meuchler! Sehen wir uns mal deine besondere Fähigkeit an. Ja? Zack, zack, betäubt, hier, bam. Das ist eine saubere Sache. Mit dir auf unserer Seite gehört uns Nexus ruckzuck. Ich warte in der Nähe auf dich, also beweg deinen Himmelskörper. Oh, verdammt, du bist eine Stufe aufgestiegen. Oh, was ist das? Ihre Leistung, Süßer. Ich bin erschrocken. Vorsicht, was? Wie? Oh. Oh mein Gott. Okay. Immer mehr unsichtbar. Ich schleiche mich an den Gegner heran. Ne? Und dann drücke ich die 3. Betäub ihn damit. Und dann zack. Kaputt. Nice. Ah, die hat sogar richtig viel Cooldown, die Betäubungsfähigkeit. Na gut. Dieses Symbol zeigt an, dass eine Quest verfügbar ist. Dieses Symbol bedeutet, dass du eine nicht abgeschlossene Quest von diesem Charakter hast. Okay. Die Entdeckung von Nexus ist ein wahr gewordener Traum. Aber jetzt, wo wir hier sind, müssen wir uns ein bisschen dauerhafter einrichten. Übrigens, für alle, die es nicht wussten, Wildstar gibt es jetzt auch auf Steam, auch wenn du dich da nochmal neu anmelden musst, zumindest gibt es Erfolge. Trautesheim, Glück allein. Der Pornostar-Konzert hat uns die Technik für diese Simulation gegeben, bevor es weitergeht. Würden Sie dich gerne eine virtuelle Himmelsunterkunft besichtigen lassen? Ich möchte die virtuelle Himmelsunterkunft gerne besichtigen. Nach so viel Zeit im Weltraum ist das deine Chance auf ein eigenes Zuhause. Gucken wir mal, ne? Mich verwirrt es halt nur derzeit, dass es halt nur einen Server gibt, also ein Realm. Müsste es nicht eigentlich mehr geben, vor allem auch PvP? Ich meine, Reggie ist sowieso eher PvE.
Deswegen wären wir so oder so PvE gegangen, aber irgendwo, ja, komisch. Hallo Verbannter! Suchen Sie nach einem Heim auf Nexus? Dann sind Sie hier richtig! Ihr Land ist Ihre Angelegenheit, Verbannter! Bauen Sie sich, was Sie wollen und wann Sie wollen! Mit Protostar! Protostar legt ganz schön was hin, hm? Das ist ja so eine Art Verkaufssaal für Himmelsunterkünfte. Also schau dich in Ruhe um. Die meisten Leute müssen mit der eigenen Unterkunft warten, aber Protostar hat ein Top-Angebot. Mit dem Durchstarter-Paket kannst du heute eine kaufen. Da ist auch ein Hoverboard mit drin. Denk drüber nach, Jungspund. Oha. Wohneigentum ist eine feine Sache. Wenn du Dekoration platzierst, sehen die nicht nur schick aus, sondern gewähren dir auch Buffs und Ruhe-Bonus-EP. Außerdem können viele Module aufgerüstet werden oder bieten dir sogar Herausforderungen und sammelbare Ressourcen. Sobald du Stufe 14 erreicht hast, meldet sich ein Mitarbeiter von Protostar bei dir und schickt dich in deine Hauptstadt, damit du dir dein Haus zulegen kannst. Wenn du jetzt sofort ein Haus willst, kannst du U drücken und dir im Spielshop eins kaufen. Spielshop? Wir haben den Spielshop aktualisiert. Danke. Also, wir können uns hier Pferdchen kaufen, was ist das? Omnibits, eine Währung, die du bei Abenteuern auf Nexus erhalten kannst. Mit dieser Währung kannst du verschiedene Spielgegenstände und Dienstleistungen erwerben. Das ist Spielwährung, das ist echt Geld. Okay, oder andersrum. Nee, das ist Spielgeld. Wir können uns zum Beispiel für 595 dieses hübsche Pferdchen kaufen. Pakete. Gut, zeitlich begrenzt. Bausatz für Protostar Mini-Haus. Okay. Hässliches kleines Tierchen könnten wir uns kaufen. Das ist ein Reittier. Okay, Begleiter. So ein kleines Hühnchen oder so könnte man sich schon zurechtlegen. Varianten. Ich sehe den Unterschied. Charakter, Account. Ah, das hier ist charaktergebunden, das ist accountgebunden. Dafür ist aber auch teurer. Naja. So, was ist das? Erhalte mehr Kosmospunkte, indem du Gegenstände im Shop kaufst. Ah ja. Ist aber keine Kosmos, oder? Nein. Schlüssel und Währung. Tresorschlüssel. Aha. Hier gibt es viele komische Sachen. Unterkünfte. Sonnenhimmel. Du kannst dir einen Hintergrund kaufen. Ich verstehe. Ich warte lieber. Gut, ja, Freunde, und das war's auch schon für heute mit Wildstar. Morgen zum Sonntag geht's in die nächste Folge. Das letzte Mal, dass wir in Wildstar alleine rumlaufen. Nächste Woche wird das schon wieder mit Regi sein. Und ich bin schon gespannt, wie das Ganze dann laufen wird. Bis dann, haut rein, ciao!